Na gut, dann lassen wir die Zeit doch mal weiterlaufen und gucken. Hier unten auf dem Feld, war das richtig? Richtig. Gucken wir auf dem Feld, wie sich hier der Wasserstand ändert. Der müsste dann auf 6, 7, 5, 7 runtergehen, während das Wasser halt nach da fließt. Wenn es überhaupt so weit runtergeht, denn drumherum sind ja auch noch andere Wasserfelder, die auch ihr Wasser loswerden wollen. Und dann hoffen wir einfach mal, dass dieser Pile of Mud verschwindet. So, Pause weg. Und da haben wir ganz viele Zahlen gesehen. Drückt die Daumen. Das ist immer noch da. Ich sehe ganz viel Bewegung, ganz viel Bewegung. Weil diese 6 und 7, die hin und her ruschen. Aber das war es dann auch schon. Und unser Giftgrün hat einen Mechaniker-Workshop geclaimed. Okay, das könnte interessant werden. Also, unser Trick hier oben hat nicht funktioniert. Da werden wir wohl zu anderen Mitteln greifen müssen. Was machen wir denn da? Wir können hier noch mehr wegchanneln, in der Hoffnung, dass dann noch mehr Wasserfluss entsteht. Also vielleicht hier und da noch und da nochmal minern und da noch channeln. So, genug zu tun. Und hoffentlich genug Fläche, die aufgefüllt werden muss von Wasser. Aber ich denke mal, wir müssten eigentlich das hier wegchanneln, weil das direkt daneben ist. Weil so kämpfen wir gerade gegen das ganze Wasser hier an. Und die paar Felder, die wir jetzt ausgewählt haben, machen nicht so viel Unterschied. Wenn man jetzt mal berechnen würde, wie viel Wasser hier drin ist. Ansonsten könnten wir das Wasser eigentlich komplett abfließen lassen. Aber wir wollen das Wasser ja haben, um den Brunnen zu füllen. Also nochmal, wo genau ist unser Brunnen? Hier. Richtig? Richtig. Das heißt, wir haben nur diese Etage mit Wasser und darunter ist schon nichts mehr. Sonst hätte ich gesagt, wir könnten diese komplette Etage darüber fließen lassen und hätten dann die untere Etage immer noch für uns. Naja, wir könnten später einfach hier wieder reingraben, dass das Wasser hier hinfließt. Ah, es ist alles so viel Friemelarbeit. Gucken wir erstmal, ob das jetzt irgendwas bringt. Unser Miner ist auf jeden Fall schon mal wieder auf dem Weg. Und Giftgrün hat anscheinend alles, was er braucht. Ja, okay, wenn er beim Mechaniker-Workshop reingeht, dann braucht er eigentlich auch nur Stein und ein bisschen was zur Dekoration. Das passt schon. Und warum bringst du mich mal wieder nach da oben? Ich will hier unten gucken, was passiert. Hier sind schon mal zwei Miner auf dem Weg. Hoffentlich immer noch ohne Spinnen hier in der Nähe. Da ist einer. Eben gerade hat da unten Woodcutter ein bisschen Holz hochgeholt. Obwohl die Pilze jetzt ja gar nicht im Weg waren. Aber für später kann das schon mal ganz praktisch sein. Und da kommt er. Ganz viele Sechsen und Siebenen. Noch mehr Sechsen und Siebenen. Und bei unserem Glück spült er jetzt gerade neuen Schlamm auf das Feld, was wir brauchen. Also eigentlich müssten die Sechsen jetzt ewig hier Ping-Pong laufen, außer wir haben einen direkten Wasserzulauf von außerhalb. Dann wird sich das sofort wieder alles auf 7 hochregulieren. Aber gucken wir mal unser Feld an, um das es uns eigentlich geht. Da, immer noch Lehm. Ja, mit so einem kleinen Kram werden wir da nicht großartig gegen anstinkern können. Aber mir fällt... Oh, wir könnten einfach eine quasi Brücke bauen. Aber gucken wir uns erstmal das Artefakt an. Giftgrün hat created, also hat hergestellt, Amimilron, ein Koalinit-Mechanismus. Koalinit war dieses rote Gestein, oder? Hatten wir das nicht eigentlich mal verboten? Oh, gut. Da bist du. Du bist 52.000 wert. Also wenn wir irgendwann mal einen Raum richtig verschönern wollen, dann bauen wir einen Schalter aus diesem Mechanismus. Dann ist der Raum sofort tierisch aufgepimpt. Also die ganzen Dekorationen überspringe ich mal. Die kennen wir ja inzwischen. Aber die Bilder sind noch interessant. Auf dem Gegenstand ist ein Bild von einem Gummibaum in Kaolinit. Und auf dem Gegenstand ist ein Bild von Curled Peaks. Das wird wohl irgendeine andere Festung sein. Nee.
auf dem Gegenstand ist ein Bild von den Curled Peaks. Also Curled ist gedreht und Peaks sind die Spitzen. Das Kaolinit-Mechanismus oder der Kaolinit-Mechanismus in Pigtail Fiber. Haben wir schon mal einen Mechanismus hergestellt als Artefakt namens Curled Peaks? Gucken wir mal kurz. Zu viele Artefakte. Die Curled Peaks. Ach, das Artefakt selber heißt Curled Peaks. Also auf dem Artefakt ist ein Bild von dem Artefakt. Ja. Na gut, aber das ist schon mal eine gute Nachricht, dass der Zwerg nicht durchgedreht ist. Obwohl wir ja inzwischen eigentlich alles auf Vorrat haben sollten. Aber was machen wir jetzt? Ach ja, ich hatte gerade eine gute Idee gehabt, wie wir dem Problem dabei kommen können. Wir bauen jetzt einfach hier eine Brücke rüber. Also einfach ein paar Floor-Felder. Damit die Miner hier hinkommen. Dann minen wir das hier alles weg und channeln nach und nach die Felder hier weg, dass der ganze Bereich hier aufgelöst wird. Und das hilft dann hoffentlich. So, wir hätten gerne... Achso, es reicht eigentlich, wenn wir nur da unten eins machen, ne? So, da hätten wir gerne ein Floor. Und es soll aus Granitblöcken sein, damit er schneller hier runterkommt. Denn die ganze Aktion hier unten dauert schon viel zu lange. Es ist mehr als genug Zeit, um irgendwelche neuen Spinnen hier reinzubringen oder Titanen oder Riesenschnecken oder Riesenschildkröten und was weiß ich. Das muss ja nicht sein. Und der Honey Badger hat Kinder bekommen. Ja, das ist nicht ganz so interessant. Ich hätte gerne lieber, dass die Hunde Kinder bekommen. Und die Sechsen Ping-Pongen immer noch schön hin und her. Das heißt, wir haben anscheinend keinen Zugang zu einem Fluss oder Meer hier am Kartenstück. Das sind schon mal gute Nachrichten. Das heißt, wenn wir es wirklich drauf anlegen würden, könnten wir das Ganze hier einfach ablaufen lassen. Aber erstmal würde das ewig lange dauern. Also wenn wir jetzt einfach hier zum Beispiel, diese Schicht ist das Wasser selber. In dieser Schicht sehen wir nur auf das Wasser drauf. Also das ist die Wasserschicht an sich. Also wir könnten hier durchbuddeln und dann würde das ganze Wasser alles hier reinfließen und dann noch hier eine Etage runter. Und sich hier dann sammeln. Also wahrscheinlich reicht das nicht mehr an Platz. Wenn man jetzt die ganzen Felder zählt. Und die ganzen Felder zählt, das reicht gar nicht. Das heißt, es müsste noch... Obwohl, die Etage kann ja auch noch geflutet werden. Ja, doch, dann passt das. Also die Etage da unten, die Etage komplett. Da müssten die ganzen Felder eigentlich reinpassen. Aber das dauert richtig, richtig, richtig lange. Also nicht so lange wie bei Lava, da ist es wirklich eine Aufgabe von Monaten. Also Real-Life-Monaten jedenfalls gefühlt. Aber im Wasser dauert das auch eine Weile. Das ist halt unsere Notlösung. Erstmal gucken wir jetzt, ob die Steintafel schon gebaut wurde. Und ja, wurde sie. Dann würde ich gerne das hier erstmal minen. Und das da channeln. Denn sobald wir das gechannelt haben, können wir die drei channeln. Und wenn wir die gechannelt haben, dann den und dann den und dann den. Und dann ist das hier alles weg. Und dann hat das hoffentlich gereicht. Oh oh, die Sechsen und Siebenen verschwinden. Ah ne, die wandern bloß nach oben. Ja, zufällige Bewegungen können recht unzufällig wirken. Wobei, die sind hier gar nicht zufällig. Weil das Wasser wird ja, also der Algorithmus, wenn eine Zahl sich hin und her bewegt, ist ja wahrscheinlich zufällig. Aber da hier Sachen im Weg sind, kann er sich daher nicht bewegen. Also sind die Bewegungen der einzelnen Sechsen immer ähnlich. Das heißt, sie sammeln sich in ähnlichen Ecken. Aber egal. Ja. Also die Sechsen an sich scheinen konstant zu bleiben. Also kein Abfluss, das hatte ich ja schon gesagt. Das heißt, wir können auch einfach wahllos weiter hier Sachen wegbuddeln. In der Hoffnung, dass dann irgendwann eine Sechs zu einer Fünf wird. Oder eine Sechs das Stück Schlamm mitträgt, das wir gerade brauchen. Aber, ich hätte einfach mal woanders runterbuddeln sollen. A pile of mud. Noch cooler wäre es natürlich, wenn wir einfach... Ha, das ist gar nicht mal so eine doofe Idee. Ich sollte sie nur noch aussprechen. Also, hier haben wir unser Feld, das wir gerne trockengelegt hätten. Also nicht trockengelegt, sondern einfach nur der Schlamm muss weg. Einfach nur dieser Gegenstand. Das heißt, wenn ich jetzt hier unten buddeln würde... Würde nichts passieren, denn die Bodenplatte ist hier immer noch.
Ah, nom, 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 nom. Wie mache ich das? Also eigentlich wollte ich hier ein Loch machen. Also hier ausgraben, da ausgraben, da ausgraben. Da meinetwegen eine Treppe nach oben. Okay, da meinetwegen eine Treppe nach oben. Hier hin. Dann komme ich auch nicht durch. Okay, müssen wir das Ganze noch weiter verlagern. Also würden dann hier lang buddeln. Hier hinten irgendwo eine Treppe nach oben, dass der Zwerg fliehen kann. Dann buddelt er hier ein Loch. Macht irgendwie die Deckenplatte weg. Da weiß ich noch nicht wie. Und dann würde dieser Pile of Mud einfach runterfallen. Und das Wasser würde nachfließen, ist alles kein Problem. Aber dann hätten wir hier wenigstens ein Feld, wo Wasser drin ist und kein Schlamm. Nur weiß ich nicht, wie ich die Deckenplatte wegbekomme. Also ja, normalerweise durch Channeln, aber wir können hier halt nicht channeln, weil da Wasser drin ist. Und das Wasser wegbekommen wäre eine recht schwierige Aufgabe. Wir könnten pumpen, aber mit Pumpen kenne ich mich noch nicht so gut aus und das ist recht viel Friemelarbeit, weil die Pumpen müssen noch betrieben werden. Entweder durch Windmühlen oder durch Zwerge selbst. Und dann müssten wir die auch noch einstellen, dass die Zwerge den Beruf haben und so weiter. Das finde ich alles jetzt nicht so ideal. Und auch zu. Warum kann er da nicht buddeln? Troll? Oh. Oh. Unterbrochen von Troll? Was zur Hölle? Zoom to Location. Wo ist hier ein Troll? Nein! Warum ist da ein toter Zwerg? Nanu? Ich sehe keine Nachricht, dass ein Zwerg gestorben ist. Nee. Aber da liegt eindeutig ein toter Zwerg. Ist das ein alter toter Zwerg? Haula Locuvotic. Okay. Ja, soviel zu meiner Aussage. Jedes Mal, wenn draußen Zwerge arbeiten gehen, werde ich meine Miliz dahin stellen, bla bla bla. Das habe ich trotzdem nicht gemacht. Weil er die Miliz zu schnell meckert. Aber gut, gucken wir mal ganz auf der Einheitenliste, wo unser Troll ist. Pangolin ist es nicht. Ein Grusch, Grosch, Tosch, 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 Troll. Zoom to Creature. Wo ist mein Cursor? Da oben. Sickness Wills heißt der Troll? Nee. Ist das ein Titel? Also er heißt wohl Sickness Wills und er ist ein Grishtosh-Troll. Das ist wohl so eine Art. Also wie ein Schwarzbär und Braunbär ist das halt ein Grishtosh-Bär, beziehungsweise Troll. Wunden hat er wahrscheinlich noch keine. Nö. Zustand. Er hat Hörner und Stoßzähne, hat einen breiten Körper mit fast keinem Fett. Nicht wirklich wichtig. Nö. Okay, Miliz. Die Färbemittel bitte alle hier hin. Die Elfenbeinlanzen bitte alle hier hin. Und alle Zivilisten bitte zurück ins Inside. Ich hoffe mal, das funktioniert so. Jo, alle laufen rein. Gut. Wo ist unser Troll? Da oben ist unser Troll und verfolgt den Zwerg. Wen haben wir denn da? Meinhauler. Ceratul. Lauf, Ceratul. Ah, der Troll haut schon wieder ab. Sehr gut, den verfolgen wir nochmal. Können wir den auch mit F verfolgen? Ja, sehr schön. Das ist ein echt praktisches Feature. Also da ist unser Troll. Warum wurde ich jetzt hierher gebracht? Eine Karawane aus der Heimat. Genau an der richtigen Stelle. Das heißt, die können uns gleich helfen, den Troll zu töten. Wo auch immer der jetzt abgeblieben ist. Ah, zu viele Symbole. Okay, nochmal Einheitenliste. Andere. Da ist unser Nürschgestroll. Wo bist du? Du bist da hinten. Und lungert da rum,
Worauf wartest du? Wartest du, dass die Karawane weg ist, oder? Na gut, aber wir haben unsere Miliz nicht umsonst. Wir schicken jetzt erstmal unsere Färbemittel dahin. Kill den. Und unsere Elfenbeinlanzen. Kill den. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass die gleichzeitig loslaufen. Die Schützen zuerst das Feuer eröffnen und danach die Nahkämpfer in Nahkampf kommen. Aber sowas kann man ja nicht wirklich planen, da das alles Zwerge sind. Gucken wir mal. Und. So ein Ambush. Ja, und da sind Bogenschützen bei. Ich weiß schon, warum ich mich einbunkern wollte. Aber wir können uns noch nicht einbunkern, weil der Brunnen noch nicht fertig ist. Und ja. Na gut, mache ich jetzt erstmal einen kleinen Cut. Und in der nächsten Folge versuchen wir dann erstmal hier die Fernkämpfer auszuschalten. Dann den Goblin da und gucken, was der Troll währenddessen macht. Vielleicht lehnt er sich ja zurück und schaut sich das Schauspiel erstmal an. Wenn nicht, wird er wahrscheinlich mit eingreifen, was recht schmerzhaft werden könnte. Zumal unsere Miliz hier noch nicht so wirklich ausgebildet ist. Aber sei es drum. Wir sehen uns gleich wieder.